Hallo, ich bin Katharina Gabriel, bin von deincoach.net und ich mache mit euch heute ein Rückentraining kombiniert mit Faszientraining. Seid ihr ready, Jungs? Ja. Okay. Zuerst benötigt ihr entweder, wer zu Hause so einen Faszienball hat, oder alternativ einen Sockenknäuel. Genau. Stellt euch erstmal neben die Matte. Fangt mit Körperwahrnehmung an und spürt erstmal, wie ihr auf dem Boden steht. Steht ihr mehr auf dem Vorderfuß, auf den Fersen, Außenkanten, Innenkanten? Jeder für sich mal wahrnehmen. Wer möchte, kann dazu auch die Augen schließen. Vielleicht steht ihr auch platt. Gut, merkt euch die Position. Dann nehmen wir den Ball, alternativ natürlich das Sockenknäuel. Ich nehme mal das Sockenknäuel, ihr könnt die Bälle nehmen. Und stellt einfach mal den Mittelfuß auf den Ball oder Sockenknäuel drauf. Und im Wechsel einfach mal Fußspitze und Ferse auf die Matte tippen. Genau. Könnt dazu auch so ein bisschen auf den Ball bzw. auf das Sockenknäuel drücken mit dem Fuß. Genau. Könnt ruhig noch ein bisschen mehr drücken, Jungs. Nicht zu zaghaft. Der Ball kann nicht platzen. Ist ja kein Luftballon. Genau. Sehr gut. So, dann mal nur den Vorderfuß auf den Ball drauf. Ferse bleibt am Boden. Und dann krallt euch mal mit den Zehen rein und löst wieder. Richtig die Zehen spreizen. Reinkrallen und wieder lösen. Ja, Ferse bleibt am Boden. So, und dann versucht mal, den Ball mit anzuheben. Hey! Sehr gut. Und dann ruhig nochmal neu reinkrallen und nochmal anheben. Jeder für sich ein paar Mal. Gar nicht so einfach, ne? Ja, das liegt natürlich an den Socken. Klappt das jetzt? Ey. Genau, sehr gut. Ganz wichtig, ihr wechselt zwischendurch nicht die Füße, sondern erstmal mit einer Seite beginnen. Einmal noch. Gut, dann stellt mal die Ferse drauf. Vorderfuß bleibt am Boden, den anderen Fuß stellt ihr einfach daneben. Alles ganz locker hängen lassen und wir wippen einfach mal ein bisschen. Ganz locker lassen, die Schultern locker hängen lassen, die Arme locker hängen lassen. Das fühlt sich an wie so ein Hackenschuh. Nur im Bequem. Genau, ganz locker hängen lassen. Sehr gut. Gut, dann stellt euch nochmal mit dem Mittelfuß drauf und versucht mal ganz kurz den anderen Fuß vom Boden zu lösen. Bauch ist trotzdem fest. Genau, ganz kurz vom Boden lösen. Genau. Braucht nicht drauf balancieren. Noch viermal. Und einfach noch mal drauf stehen bleiben.
Atmet nochmal tief ein und aus. Gut. Dann stellt euch wieder neben die Matte und wir spüren mal nach, was sich verändert hat. Hier auf den Matten ist es relativ schwer, aber was spürt ihr für einen Unterschied? Ja, lockerer, genau. Wie fühlt sich der Fuß noch an? Ja, wärmer, richtig. Und wie steht ihr jetzt auf dem Boden? Ja. Also eher mit dem ganzen Fuß, ne? Nicht mehr die Belastung auf den Vorder- oder auf die Ferse. Okay, dann wechseln wir die Seite, damit sich die Seite auch noch gut anfühlt. Also Mittelfuß wieder auf das Sockenknäuel und im Wechsel vorne Fußspitze, hinten Ferse tippen. Ihr könnt ruhig wieder von oben so ein bisschen Gewicht drauf geben. Rücken bleibt natürlich trotzdem gerade. Genau, wie so eine Wippe, vorne, hinten. Genau, ruhig noch ein bisschen mehr drauf drücken. Sehr gut. So, dann wieder den Vorderfuß auf das Sockenknäuel. Ferse bleibt am Boden. Wir spreizen wieder die Zehen und krallen uns mal mit den Zehen rein. Und zwischendurch auch wieder lösen. Und dann versucht, den Ball wieder mit anzuheben. Eine Seite geht meistens besser. Ja. Wenn er einmal klebt. So, Sekundenkleber drunter. Jeder noch viermal. Ah, hier müssen wir das noch ein bisschen üben. Ja. Da sieht man mal. Ne? Läuft den ganzen Tag auf den Füßen und macht nichts für die Füße. So, dann die Ferse wieder auf das Sockenknäuel. Vorderfuß bleibt am Boden. Ihr stellt den anderen Fuß parallel daneben. Und wir wippen wieder, alles ganz locker hängen lassen. Auch die Schultern locker lassen. Genau. Gar nicht so viel Spannung. Jetzt dürft ihr mal locker lassen. Genau, sehr gut. Gut, dann stellt wieder den Mittelfuß drauf und wir heben wieder ganz vorsichtig den anderen Fuß. Kurz reicht. Rücken bleibt wieder gerade. Jeder noch viermal. Gut, bleibt nochmal drauf stehen und atmet nochmal tief ein und aus. Gut, stellt euch wieder neben die Matte und wir spüren nochmal nach. Ja, wie steht ihr jetzt? Ja. Sehr gut. Dann können wir ja jetzt auch Gleichgewichtsübungen machen, wenn ihr jetzt super steht. Okay, nehmt das Sockenknäuel bzw. den Ball mal in die Hände. Stellt euch hüftbreit hin, die Beine sind leicht gebeugt, Hüfte gerade, der Bauch ist fest. Und dann nehmt ihr erstmal die Arme nach oben, atmet ein
ruhig den Ball hier in die andere Hand geben und ausatmen wieder tief. Zieht euch lang nach oben raus, der Bauch ist fest und wieder tief. Genau, sehr gut. Noch viermal. Jeder in seinem Tempo. Gut, dann hebt ihr mal das rechte Bein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns hier nicht ins Gehege kommen. Und einfach mal den Ball drunter durchgeben und über Kopf. Drunter durch und über Kopf. Genau, die Schultern bleiben tief. Rücken bleibt gerade, alternativ ein bisschen weiter nach vorne. Nehmt den Oberkörper. Nicht nach hinten kippen. Und versucht, den rechten Fuß nicht abzusetzen. Klappt er hier ganz gut? Noch. Sehr gut. Ah, noch viermal. Und wir wechseln mal die Seite, gucken, ob die auch so gut klappt. Ja, der Rücken bleibt gerade. Zieht euch lang nach oben raus, Schultern tief lassen. Vier schafft ihr noch. Und wir lockern wieder. Sehr gut. So, dann stellt euch wieder hüftbreit hin. Der Oberkörper geht nach vorn, die Knie bleiben außen, Beine sind gebeugt. Rücken ist gerade, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Ihr drückt den Ball mit den Händen zusammen oder Sockenknäuel. Und die Arme gehen nach oben, die Schultern bleiben tief. Hier könnt ihr auch ausatmen und einatmen wieder tief. Ich zeige es auch mal von der Seite. Genau, und den Ball zusammendrücken. Noch mehr Bauchspannung und die Arme weit nach oben. Vier schaffen wir noch. Und dann kurz wieder lockern und aufschütteln. Sehr gut, Jungs. So, jetzt stehen wir ja noch oben. Wir stellen uns nochmal hüftbreit hin. Nochmal die gleiche Ausgangsposition. Beine sind gebeugt, Po nach hinten schieben, Bauch fest. Arme wieder locker hängen lassen. Und dann macht ihr hier mal den Rücken rund. Und dann den Rücken wieder gerade. Der Oberkörper bleibt aber vorne und die Schultern zieht ihr tief. Wieder rund. Und wieder gerade. Hier die Schultern locker hängen lassen und wenn der Rücken gerade ist, die Schulterblätter zusammenziehen. Jeder noch viermal. Kopf bleibt immer noch in Verlängerung der Wirbelsäule, wenn der Rücken gerade ist. Ein letztes Mal. Und dann rollt euch ganz langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf.
wir lockern uns wieder. Gut, dann hebt mal das rechte Bein und wir pendeln das Bein mal nach rechts und links. Bauchspannung wieder halten. Arme könnt ihr ganz locker mitschwingen, wer möchte. Bisschen was Koordinatives. Und versuchen, den Fuß nicht abzusetzen. Sehr gut. Hüfte könnt ihr auch ganz locker lassen. Versucht, das Bein nicht zu führen, sondern einfach mal schwingen zu lassen. Gut, wir wechseln mal die Seite. Na, eine Seite klappt immer besser. Ganz locker schwingen. Noch viermal. Und wieder locker abschütteln. Gut, dann kommt mal auf die Matte. In den Sitz. In den Strecksitz. So, und dann spürt mal, wie ihr auf dem Boden sitzt. Na, spürt ihr die Sitzbeinhöcke? Fühlt sich das angenehm im Rücken an oder ist es eher schwer, gerade zu sitzen? Jeder für sich mal wahrnehmen. Okay, ihr dürft euch auf den Ball bzw. Sockenknäuel mal draufsetzen. Mit den Sitzbeinhöckern und mit dem Steißbein. Schön ist anders, ich weiß. Dann könnt ihr so ein bisschen nach rechts und links schaukeln. Wem das so schmerzhaft ist, ruhig die Hände mit abstützen. Da einfach nochmal gerade sitzen bleiben und dabei nochmal tief ein- und ausatmen. Dann nochmal ein bisschen schaukeln. Ich erlöse euch noch nicht. So, noch mal gerade sitzen bleiben. Atme noch mal tief ein und aus. Und dann dürft ihr den Ball wieder wegnehmen. So, und dann spürt man nach, was sich verändert hat. Ist der Po weg? Ja. Und ist es einfacher, irgendwie gerade zu sitzen? Ja. So eine kleine Übung und so viel Wirkung. Okay, dann setzt euch mal ganz weit nach vorn an die Matte. Ihr könnt das Sockenknäuel euch so ein bisschen an den Steiß legen, beziehungsweise den Ball, genau. Fasst mal eure Knie und dann macht hier mal den Rücken ganz rund. Drückt die Wirbelsäule sozusagen in das Sockenknäuel, beziehungsweise in den Ball rein. Und dann setzt euch wieder gerade hin. Zieht euch lang nach oben raus. Schultern bleiben tief. Dann macht ihr euch nochmal rund. Und dann nochmal gerade. Gut, jeder für sich noch ein paar Mal. Dann könnt ihr dazu auch die Hände mal lösen. Trotzdem den Rücken nach hinten rund machen und dann wieder gerade hinsetzen.
ein letztes Mal. So, dann dürft ihr den Ball wieder wegnehmen. Und dann rollt euch mal ganz langsam nach hinten ab. Gut, Arme und Beine ruhig mal lang strecken. Atmet mal tief ein und aus. Zieht euch lang nach oben raus. Gut, dann nehmt ihr wieder den Ball dazu. Und gut, dass wir noch einen haben. So, jetzt lege ich mich mal irgendwie ein bisschen seitlicher hin. So, ihr nehmt den Ball zwischen die Knie. Beine nach oben in die Bankstellung. Ihr könnt den Oberkörper mit anheben, Kinn leicht zur Brust. Und dann zieht ihr mal die Knie zur Brust ran. Drückt dabei den Ball zusammen mit den Knien und löst wieder. Ranziehen. Ohne Schwung und wieder lösen. Wenn das noch zu schwer ist, dann legt ihr den Kopf nochmal ab. Und versucht den Ball bzw. das Sockenknäuel noch mehr zusammenzudrücken mit den Knien. Ganz weit ranziehen, wer möchte, kann den Oberkörper mit anheben. Jeder noch viermal. Ein letztes Mal. Und wieder lösen. Gut, dann dürft ihr den Ball nochmal unter den Po legen und den Steiß. Dürft den Oberkörper wieder mit anheben, wer möchte. Und wir fahren mal Fahrrad. Ja, Bauchspannung halten. Könnte sein, dass es ein bisschen wackeliger ist. Und dann versucht, große Bewegungen zu machen. Wie so eine Achterbahnfahrt. Und dann fahrt mal rückwärts. Das ist knackig, Alter. Noch viermal. Noch drei, zwei, eins und wieder lösen. Gut, ihr dürft den Ball wieder wegnehmen und dann stellt mal die Füße drauf. So, ihr könnt die Arme erstmal neben dem Körper liegen lassen und dann kommt ganz langsam der Po nach oben. Versucht hier immer Wirbel für Wirbel nach oben zu kommen, bis zu den Schulterblattspitzen und dann auch wieder Wirbel für Wirbel nach unten ablegen. Versucht aber nicht ganz abzulegen und dann kommt wieder nach oben. Versucht die Schultern locker zu lassen. Po weit nach oben. Und versucht auszuatmen, wenn der Po nach oben kommt. Jeder noch viermal.
Ein letztes Mal. Und dann Wirbel für Wirbel wieder ablegen. Gut, dann streckt nochmal die Beine und die Arme nach hinten über Kopf. Atmet nochmal tief ein und aus. Zieht euch nochmal lang nach oben raus. Werdet nochmal ein paar Zentimeter größer. Und atmet auch hier nochmal tief ein und aus. Gut, dann legt die Arme neben den Körper ab und spürt noch einmal, wie der Rücken auf der Matte aufliegt. Sind die Schultern entspannt oder eher verkrampft? Wie liegt der Steiß auf? Vielleicht spürt ihr auch ein oder zwei Verspannungen. Dann atmet nochmal tief ein und aus. Gut, merkt euch das. Ihr dürft nochmal den Ball dazu nehmen bzw. das Sockenknäuel. So, wir beginnen an der Lendenwirbelsäule. Ihr legt einfach mal den Ball darunter. Ihr dürft euch mit der Wirbelsäule drauflegen. Arme bleiben neben dem Körper und dann atmet einfach tief ein und aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so ein bisschen nach rechts und links rollen. Oder auch einfach nur noch mal drauf liegen bleiben. Und atmet noch mal tief ein und aus. Gut, dann das Sockenknäuel ein paar Zentimeter weiter nach oben legen, beziehungsweise den Ball. Und auch hier einfach nochmal drauf liegen bleiben. Oder auch wieder so ein bisschen nach rechts und links rollen. Atmet nochmal tief ein und aus. Und dann legt den Ball wieder ein paar Zentimeter höher. Irgendwann kann man nicht mehr so gut rollen, dann bleibt man einfach drauf liegen. Gut, dann wieder ein paar Zentimeter höher. Wer schon oben an den Schulterblättern ist, kann ruhig die Arme auch mal zur Decke strecken. Einfach auch mal so ein bisschen nach oben rausziehen. So ein bisschen nach rechts und links. Und wieder lösen. Und wieder ein paar Zentimeter weiter nach oben. Könnt ihr auch wieder die Arme zur Decke, auch so ein bisschen nach rechts und links rollen. Einfach nochmal drauf liegen bleiben. Nochmal tief ein- und ausatmen.
Arm nochmal ein paar Zentimeter nach oben, dann müsste da schon oben sein. Genau. Und dann auch einfach nochmal drauf liegen bleiben. Und nochmal tief ein- und ausatmen. Gut, dann dürft ihr den Ball bzw. Sockenknäuel wieder zur Seite legen. Und dann spürt nochmal nach, was sich verändert hat. Wie liegen die Schulterblätter jetzt auf? Wie fühlt sich der Rücken an? Jeder für sich mal wahrnehmen. Und dann atmet nochmal tief ein und aus. Gut. Dann zieht nacheinander die Knie zur Brust ran. Schaukelt nochmal so ein bisschen nach rechts und nach links. Schaukelt nochmal vor und zurück. Kommt mit Schwung nach oben in den Sitz. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.